So, ich werde ja oft gefragt, ob ich eigentlich eine Ausbildung habe in dem, was ich mache. Und ich muss euch leider enttäuschen, ich bin weder Kfz-Mechaniker noch Zimmermann. Ich habe alles, was ich mache, einfach selber gelernt, einfach learning by doing. Ich mache das schließlich auch schon eine Weile. Aber heute werde ich bei ein paar Leuten vorbeigucken, die gerade eine Ausbildung machen. Und zwar wurde ich auf ein Event von Bauking eingeladen. Das ist ein großer Baustoffhändler. Und was genau dort passiert, das werdet ihr jetzt sehen. Ich bin hier bei Bauking zu Besuch. Bauking ist ein Baustoffhandel, der zum Beispiel auch die Hagebaumärkte betreut. Die kennt ihr bestimmt auch. Und die veranstalten hier in Rendsburg das Azubi-Camp. Und das werde ich heute begleiten. Das hier im Hintergrund ist kein echtes Haus, sondern eine von 5 Stationen, die insgesamt 50 Azubis hier gebaut haben. Und hier lernen die Azubis, die ja eigentlich im Vertrieb tätig sind, die ganzen Produkte auch mal in der Praxis anzuwenden. Hier sind ganz viele verschiedene Partner aus der Industrie auch am Start, zum Beispiel auch Velux, von denen das Fenster hier ist. Ich möchte, wenn ich so eine Bahnenabdichtung nehme, damit einfach hier die Lasche angehoben, abgezogen. Und schon ist so ein Sack hier rucki zucki auf. Und unten, ein Dreieck, dann sieht das aus, als ob du ein Viereck machst. So, ich probiere jetzt einmal eine Fliese zu legen. Dankeschön. Also wie ihr seht, passiert hier richtig viel. Ich habe hier gerade auch Fliesen legen dürfen mit Fliesenkleber von SoPro. Und ich habe auch auf jeden Fall schon richtig viel dazugelernt. Ich glaube, die Azubis auch. Und ich schaue mir jetzt auf jeden Fall auch mal die anderen Stationen an. Wir haben einen sogenannten Konfigurator hier hinterlegt. Das hier ist unser Schottertrag. Das Wasser geht so schnell durch. Und der so bleibt, wie er ist, ja, dann ist das Material gut angerührt. Guckt jetzt mal, auf der einen Seite ist keine Haftklemme, auf der anderen Seite ist Haftklemme. Wir legen den Stein rein, würden ihn ja jetzt so einbauen. Jetzt nehmen wir ihn mal frisch hoch. Hätten wir jetzt keine Haftklemme da drauf, könnten wir den nachher wieder abnehmen, morgen wieder abnehmen, übermorgen wieder abnehmen. Da ist ein Ding. Gut. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Haus Nummer 5 einen der schönsten Eingänge hat. Mal gucken, was bei den nächsten Häusern noch so gemacht wird. Jetzt wird wieder gedämmt bei Haus Nummer 2. Geht so.
Wir lernen hier gerade ein bisschen was zur Schimmelbekämpfung und dazu ist die Firma Redstone da. Und wir verkleben jetzt hier Calcium-Silikatplatten. Die Spachtelmasse. Geil. Davon kann man essen. Also die Häuser hier werden jetzt bald bewertet und die Teams legen sich schon richtig ins Zeug. Und bist du zufrieden mit dem Ergebnis des Tages? Ja, geil. Definitiv. Also echt mega krass, was die Jungs und Mädels von Bauken hier auf die Beine gestellt haben. Ich bin schon mega gespannt, welches Haus hier am Schluss gewinnen wird. Es gibt ja schon ein paar, die richtig schön geworden sind. Und ich freue mich auf jeden Fall, auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, was so Hausbau angeht. Also ich meine, dann hat man schon die Möglichkeit zu lernen, wie man ein Haus isoliert. Das macht man ja ziemlich selten in der Freizeit. Und ich glaube, der Gewinner von den Häusern wird heute Abend bekannt gegeben bei einem Gala-Dinner. Und da gehe ich auch. Bevor es an die Preisverleihung geht, sind wir aber noch bei der Nordart. Das ist so eine moderne Kunstausstellung. Und ich befasse mich ja eigentlich nicht so mega viel mit Kunst. Aber was hier rumsteht, ist teilweise schon richtig krass. Das ist nämlich schon ziemlich cool. Das kann nur ein bisschen, oder? Ja, ja. The winner. Also es ist relativ einfach zu sagen, es war Haus 1. So, es war auf jeden Fall sehr interessant, dieses Jahr beim Azubi Camp dabei zu sein. Vielen Dank an Bauking für die Einladung zu diesem Event. Ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Video auch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut. Zu klein, ne? Ein bisschen mehr.